Also die Kataris, aber auch die FIFA hatte jetzt über 10 Jahre Zeit zu zeigen, dass es ihnen auch wirklich ernst ist mit den Ankündigungen, der Sport wird was Gutes bewirken, für die Menschen was Gutes bewirken. Jetzt ist da über 10 Jahre nicht viel passiert, ein paar Reformen, ja, das muss man auch anerkennen, das ist sehr gut, aber nicht weitreichend genug. So, jetzt haben wir, mit wir meine ich die Kritiker oder die Zivilgesellschaft, die NGOs, FIFA und Katar einen Rettungsring angeboten, um den Ruf noch zu retten. Und zwar ist es die wirklich bescheidene Forderung, einen Entschädigungsfonds oder einen Zahlungsfonds für die Hinterbliebenen der Arbeiter, die bitterarm in Nepal und Bangladesch leben, so einen einzurichten. Und diesen Rettungsring haben jetzt die Kataris verachtend beiseite geschoben, indem sie gestern gesagt haben, nee, machen wir nicht, wir wissen auch gar nicht, wer hier alles gestorben ist, was übrigens eine Lüge ist, denn es ist alles ganz gut dokumentiert in Katar, wer da wann wie wo war. Aber warum hat Katar das nicht gemacht? Weil das Bild von Katar ist denen ja schon wichtig in der Öffentlichkeit. Warum hat Katar das nicht gemacht? Wir sehen in den letzten Tagen eine Veränderung im Verhalten Katars. Nancy Faeser, die Innenministerin, hat am Wochenende die Menschenrechtssituation in Katar kritisiert und daraufhin haben die Kataris die Situation eskaliert, indem sie den deutschen Botschafter einberufen haben. Das ist eine riesengroße Maßnahme, sowas zu machen. Das macht man eigentlich kaum. Das heißt, sie sind jetzt Forscher. Mhm. Sie werden auch unterstützt in ihrem Handeln, in ihren Aussagen von den umliegenden Staaten. Also gab es wohl auch Absprachen, wie wir lassen uns jetzt nichts mehr gefallen. Die können uns die WM eh nicht mehr wegnehmen. Und wir sprechen jetzt zu unseren eigenen Leuten, die uns unterstützen. Und Nancy Faeser fuhr dahin und ist ein paar Stunden da gewesen und hat gleich vor die Kamera sich gestellt und gesagt, nee, ist eigentlich alles ganz gut. Also wie kommt denn das zustande? Mhm. Ja. Und dann eben am Nachmittag diese Pressekonferenz des Arbeitsministers, wo er einfach diesen Rettungsring, Zahlungsfonds in die Mülltonne getreten hat, das ist forsch. Ja? Das ist denen jetzt wohl mittlerweile egal, wie der Ruf ist. Aber Frau Klein, da muss man ja dann schon fragen, was wäre denn die rote Linie, weswegen man doch noch sagen muss, es geht einfach nicht mehr? Also ich finde dieses Beispiel schon ziemlich dreist. Ich sehe das genauso. Ein Entschädigungsfonds ist schon das Mindeste, was man aufsetzen müsste, gerade für die Familien, für die Angehörigen, die Menschen verloren haben. Grundsätzlich ist das, also es ist ja keine politische Entscheidung gewesen, diese Entscheidung der WM-Vergabe. Politik ist aber, das genau zu problematisieren und das zu thematisieren. Insofern finde ich es falsch, was Sigmar Gabriel da gemacht hat, dass er sozusagen die Dinge versucht zu beschwichtigen. Das ist genau das falsche Signal. Unsere Aufgabe als Politiker ist... Und Herr Gabriel hat gute Kontakte nach Katar, heißt es. Ja, so viele SPD- und ehemalige SPD-Politiker haben gute Kontakte zu autoritären Regimen. Das gibt mir ein bisschen zu denken. Aber unabhängig davon ist es einfach Aufgabe der Politik, da sehr klar auch drauf zu achten, die Dinge zu benennen, wie sie sind und dann auch bei den entsprechenden Gesprächen dann auf diplomatischer Ebene die Dinge anzusprechen. Die Frage, die ja bleibt, Herr Reif, ist, was versprechen sich die Kataris denn eigentlich von der WM? Also bislang kriegen sie jetzt auch nicht so viel Beifall dafür. Naja, schon, das ist eine Image-Geschichte. Katar ist ja Hauptsponsor von Paris Saint-Germain und haut da absurde Mondsummen rein. Und mir hat ein Katar immer gesagt, ich gefragt habe, sag mal, aber das ist so, ihr gewinnt die Champions League trotzdem nicht und so. Und dann sagte der, sag mal, wissen Sie, wie viel wir zahlen müssten, um die Aufmerksamkeit und diese Image-Kampagne laufen zu lassen, wenn wir das 10, 15, 20-fache. Und da ist das für uns Taschengeld, was wir in Paris reinschicken. Diese WM kostet ein Vermögen, das können sich andere Länder nicht leisten können. Darüber wird man nach dieser WM auch noch mal reden können. Mir wäre es auch lieber, es würden nur die Guten die WMs kriegen, aber es wird schwer. Es wird sehr schwer, weil Sie werden sehen, normale Länder, die demokratische Strukturen haben, wo Menschen auch sagen, nee, weißt du, Olympische Spiele München, Olympische Spiele Oslo, ein sportverrücktes Land wie Norwegen sagte, machen wir nicht. Für das Geld, was ihr da wollt und das alles hier auf den Kopf stellen, danke, nein. So, dann kommen die Kataris und sagen, aber was ihr wollt, 8 Stadien, 10, wie wär's mit 12? Ist überhaupt kein Problem. Das wird ein Problem werden auf lange Sicht, aber das lassen wir mal die FIFA. Also,
Die Kataris brauchen außenpolitisch in ihrer Region eine Stellung, die sie ein bisschen unantastbar macht, Anlehnung an den Westen, damit ihre Nachbarn, die sie boykottiert haben, das hat sich, oder völlig isoliert haben, das hat sich ja jetzt aufgelöst so langsam. Also, wenn sich ein bisschen, auch nur ein bisschen ändert und wenn sie doch begreifen, während dieser WM, der Druck ist so groß und das Image ist nicht so, wie wir es wollten. Und dann wird die Frage sein, wie reagieren die anderen Länder, Vereinigte Arabische Emirate, die jetzt diplomatische Beziehungen mit Israel aufgenommen haben. Ich halte das für Schritte. Aber Katar wird zeigen müssen, wo sie wirklich hinwollen, was sie aus dieser WM am Ende für sich rausholen. Irgendwo, wenn sie ja eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen, da bin ich ziemlich sicher. Helly, sind ja nicht nur Deutsche, sondern auch Engländer. Wie blickt England denn auf die WM? Ja, auch ähnlich. Ich glaube, wir sehen das in der westlichen Welt alle so. Ich bezweifle nur, dass der Rest der Welt das genauso sieht wie wir. Also alles, was wir hier gesagt haben, ist vollkommen zu Recht. Alles muss auch kritisiert werden, viel zu spät, alles klar. Übrigens lässt sich, glaube ich, der FC Bayern auch sponsoren von Katar und fliegt regelmäßig dort ins Camp. Also ein bisschen Doppelmoral, an die eigene Nase sollten wir es auch mal fassen. Aber ich glaube, wir sehen das. Ich glaube, Katar, für die ist das ein absolutes Image-Ding. Herr Reif hat vollkommen recht, für die spielt Geld keine Rolle. Und wir sehen es so, wie wir es hier sehen, wie wir es hier diskutiert haben, aber der Rest der Welt, glaube ich, nicht. Aber das Image-Ding ist ja auch, wenn wir hier auch Herrn Michalski zugehört haben, ist ja auch ein Risiko für Katar, das muss man ja mal ganz klar sagen. Weil wenn die Journalisten jetzt vor Ort doch durchkommen und richtig berichten, könnte es dann auch eine Zeit der Hoffnung werden, weil viel mehr darüber gezeigt wird, doch noch vielleicht positiv? Es kommt darauf an, ob dann diese Berichterstattung von den Reformkräften innerhalb Katars genutzt werden kann. Mhm. Ja? Denn Katar, das ist ja auch nicht keine homogene Geschichte. Das sind zwar nur 200 oder 300.000 Katarer, alle anderen 1,9 Millionen oder 2 Millionen sind Wanderarbeiter. Aber da möchte jeder auch das größte Stück vom Kuchen haben. Es gibt ja auch andere Familien, die vielleicht auch gern mal den Emir stellen wollen. Der Großvater von dem hier, der hat sich das auch irgendwann mal mit einem Putsch angeeignet. Also insofern ist es ganz interessant zu sehen, wer daraus profitieren kann. Sind die Konservativen diejenigen, die daraus siegreich hervorgehen? Ja, als ich in Katar war, da haben wir mit Menschen gesprochen, die waren an englischen, amerikanischen Universitäten und die sprachen wie auch ein Bundestagsabgeordneter. Und andere wieder, die waren doch sehr, 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 sehr traditionell und sehr religiös. Das war eine ganz andere Atmosphäre. Und diese Kräfte spielen da in dem Land natürlich und ziehen an allen Ecken und Enden. Und zusammenfassend, ist es eine Aufbruchsstimmung vor Ort? Kann man sagen, dass vielleicht was in den nächsten Jahrzehnten sich ändern wird? Ich glaube wenig. Also das, was wir jetzt in den letzten Tagen eben gesehen haben, das ist ja eher ein Rückschritt. Und auch meine Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig in Katar sind und die Experten sind in dieser Region, die haben eigentlich seit ungefähr ein oder zwei Jahren doch schon Rückschritte wahrgenommen. Also jetzt, wo es so nah ran ist und vielleicht auch, weil sie merken, oh, die Deutschen und die anderen, die sind ja jetzt plötzlich abhängig von unserem Erdgas. Das wollen die haben. Vorher wollten wir das ja alles gar nicht. Ja, und plötzlich sind das die großen Leute. Und die können Top-Dollar verlangen für ein bisschen Erdgas. Und unser Wirtschaftsminister, ein Grüner, der die Menschenrechte so groß in die Präambel mit reingeschrieben hat, macht einen tiefen Diener. Das ist die Realität. Menschenrechte ist ein gutes Stichwort. Herr Scholz ist ja auch in China und tritt da für die Menschenrechte ein. Frau Klein, sind wir denn das Maß aller Dinge? Weil hier wurde es gerade schon angesprochen, das Beispiel mit Herrn Habeck, da haben Sie sehr gut die Moderation vorweggenommen. Sind wir das Maß aller Dinge? Wie verhalten wir uns denn eigentlich? Naja, also zunächst mal ist festzustellen, dass Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich sind und wir ein hohes Maß an Freiheit und Demokratie, Gott sei Dank, haben, es aber nicht in jedem Land so aussieht wie bei uns. Grundsätzlich sind wir natürlich als starker Handelspartner auch stark im Auftreten und können durchaus auch ein bisschen die Dinge benennen, wie sie sind im Ausland. Man sollte nicht zu sehr, ich sage jetzt mal, mit dem gestreckten Zeigefinger, mit dem moralischen Zeigefinger auftreten. Das ist auch klar. Am Ende des Tages geht es darum, ein gutes Verständnis miteinander zu finden, aber eben nicht auf Kosten der Menschen, die im Ausland darunter leiden, durch Menschenrechte. Aber wenn man auf die Reise von Herrn Habeck blickt, dann ist ja schon die Frage, müssen wir uns ehrlich machen und es geht gar nicht mehr ohne diese Länder? Also können wir gar nicht mehr nur mit demokratischen Ländern arbeiten?
Länder, ja, wir haben ja nie nur mit demokratischen Ländern gearbeitet, das wäre ja auch falsch, das so aber darzustellen. Aber das erscheint ja gerade als das Ziel, wenn man auf den Russland-Ukraine-Konflikt schaut, wenn man Frau Baerbock zuhört als Außenministerin, da erscheint ja eigentlich das Ziel zu sein, dass wir bald nur noch mit, also für mich erscheint das Ziel zu sein, der aktuellen Ampel. Das ist natürlich unser aller Ziel, dass wir Demokratie und Freiheit nach draußen tragen und dass das überall zum Standard wird, das ist doch ganz aber klar. Aber es ist eine Utopie. Aber die Frage, wir lügen uns doch jetzt einen vor. Das ist doch völlige Utopie. Das erinnert mich so ein bisschen an, wir verteidigen unsere Freiheit am Hindukusch. Das ist genauso ein Schwachsinn gewesen. Also wir können doch nicht allen Ernstes hingehen und Herr Scholz muss natürlich hinfahren, weil wir abhängig sind von China. Wir haben uns von allen abhängig gemacht und das wird auch mein Thema nachher sein. Wir machen uns ja ständig abhängig von anderen und lernen aus Fehlern gar nicht. Wir bringen die Freiheit dorthin, aber wir stehen natürlich für Freiheit und Demokratie. Das sind unsere ganz zentralen Werte. Und wichtig sind ja auch die Bilder, die gesendet werden. Den Kotau, den Sie angesprochen haben, den Habeck da gemacht hat. Das ist, glaube ich, nicht so gut angekommen. Ne? Insbesondere vor dem Hintergrund der Menschenrechtsverletzungen, die da stattgefunden haben. Und darum geht es natürlich auch. Welche Botschaften senden wir eigentlich aus? Ja, aber gucken wir uns doch mal jetzt die Reise von Herrn Scholz nach China an. Ja? Mit wem fährt er denn dahin? Also wie gesagt, die Ampelkoalition, die hat sich die Menschenrechte in die Präambel ihres Koalitionsvertrags geschrieben. So, jetzt fährt er dahin, nur mit Wirtschaftsvertretern. Nicht mit irgendwelchen Menschen, die chinesische Wurzeln haben und die das Land verlassen mussten zum Beispiel. Kein Vertreter der Uiguren, die wahnsinnig unterdrückt werden in Xinjiang. Das heißt, die Frage ist doch, macht Scholz den gleichen Fehler, den die Regierungen vorher gemacht haben mit Russland? Die Frage ist also, ob es eine Mogelpackung ist, der Regierung mit den Menschenrechten. Es ist eine Mogelpackung oder rationalisieren Sie das Verhältnis zu China und reden sich jetzt ein, wie ich jetzt auch schon wieder von politischen Beratern gehört habe, ja, der Xi ist eigentlich ein ganz vernünftiger Mensch. Das sind dieselben Leute, die 2014 gesagt haben, ja, der Putin ist eigentlich ein ganz vernünftiger Mensch. Und Steinmeier hat damit dann, und Frau Merkel auch, die haben dann den Totalausverkauf unserer Energie weiter betrieben an Russland. Machen wir jetzt denselben Fehler? Aber die Frage, die ja bleibt, ist, ob wir überhaupt nur mit vernünftigen Menschen handeln können. Nein, wir können nicht nur mit vernünftigen Menschen handeln. Das ist ja auch in jeder Nachbarschaft so. Aber wir müssen für die Menschenrechte eintreten. Denn wenn wir es nicht tun, dann stolpern wir von einem Schlamassel zum anderen. Und das haben wir eben an Russland gesehen. Jetzt ist es billig und die Industrie freut sich, wenn sie jetzt noch mehr Fabriken und noch mehr Handel treiben kann mit China. Und der Verbraucher freut sich, dass das Plastikspielzeug immer noch so schön billig ist. Aber am Ende des Tages wird die Rechnung so hoch sein. Wir haben die hohe Rechnung jetzt zu bezahlen unter dem Aspekt Russland. Mhm. Und das werden wir irgendwann mit China genauso. Und wahrscheinlich noch bitterer erleben. Der Verfassungsschutzchef Haldenwang hat zu Recht gesagt, Russland ist der Sturm, China ist der Klimawandel. Also die Reise kommt zu einer Unzeit. Er macht sie alleine ohne die Europäer, mit denen er viel mächtiger auftreten könnte. Und also was ich gelesen habe in einem Gastkommentar von Scholz, der im Politico erschienen ist heute, hat er auch gar nicht vor, wirklich prominent die Menschenrechte dort anzusprechen. Wir fordern, die Menschenrechte müssen mindestens so prominent angesprochen werden wie die Wirtschaftsinteressen. Aber dann muss man ja fast sagen, Herr Reif, dann waren ja auch die Olympischen Spiele in China, wenn man jetzt mit der moralischen Brille schaut, auch ein Fehler. Dann ist ja eigentlich, da können wir jetzt hier eigentlich eine riesige Liste aufmachen. Ja, so ist es. Und die wird nicht kleiner werden. Das ist ja das, was ich vorhin sagte. Mhm. Ich habe 92 waren die Olympischen Winterspiele in Lillehammer. Das waren die in Norwegen. Das waren die schönsten Winterspiele, die ich je gesehen habe. Angemessene Größe, da wurde das ausgegeben, was auch Sinn macht. Dann wurden Sportstätten geschaffen, die weiter danach nachhaltig verwendet wurden. So, eine sportverrücktere Nation als Norwegen gibt es nicht. Gar nicht so lange her, Oslo sollte wieder Winterspiele kriegen, was ich vorhin sagte. Mhm. Dann habe ich gesagt, mit den Vorgaben, die ihr wollt, mit diesem Gigantismus, den ihr jetzt hier nee, danke. Ja. Sagen die Norweger, wollen wir nicht. Das heißt, vernünftige Menschen, lassen Sie uns der Schlaf. Was benutzen. Genau ist dieser Gigantismus, Herr Reif, für Menschen, die nicht so. Nein, Katar, die Stadien sind die schönsten Stadien, die ich je gesehen habe. Unfassbar schön architektonisch, aber die hätte ich gerne im Modell und damit hat es sich. Was, in Katar, wissen Sie, die Liga, dort gehen 150 Menschen zu einem Spiel. Das ist aber schon viel. Und da machst du 8, 10, 12 solche Stadien.
da müssen die Leute, die am Hebel dann sitzen, wenn wir jetzt aufs Sportliche wieder gehen, also FIFA, die muss sagen, pass auf, nee, das geht nicht. Oder ihr sagt mir, wie ihr die dann wieder abbauen könnt, dann sagen die, aber da können wir nicht solche schönen Stadien machen. Das ist eine Falle, in der sie heute nicht mehr rauskommen werden. Und das wird schwierig, dann nur noch mit vernünftigen Anbietern, Anfragern, Bewerbern umzugehen. Aber wie ist das passiert, dass der Gigantismus im Sport mehr zählt als die Leidenschaft, wie Sie es gerade zum Beispiel aus Norwegen angesprochen haben? Gute Frage. Geld. Kommerz. Nichts anderes. Die FIFA ist eine Geldeinnahme, Geldvermehrungs-, Geldverteilungsmaschine geworden. Ich habe lange in Zürich gelebt. Das FIFA-Gebäude ist ja von erfrischender Selbstironie. Das ist also vier Stockwerke sind unter der Erde und ein Stockwerk über der Erde. Dort arbeiten unheimlich engagierte, gute Leute. Die FIFA ist nicht nur Herr Infantino und die Vergeber an Katar, die tolle Sachen machen, die Jugendfußball weltweit unterstützen, Frauenfußball, alles gut. Nur oben sitzt eine Clique, die sich selber um sich selber dreht und um Mammon. Und das funktioniert, weil es funktioniert. Das ist das Schlimme. Wenn irgendjemand kommen würde und würde sagen, pass auf, Schluss, aus. Aber das ist eine spannende Frage, warum das funktioniert. Weil zum Beispiel Herr Lisi als Fußballfan... Weil es geschlossene Gesellschaften sind. Geschlossene Kreisläufe. Sie als Fußballfan, macht Ihnen das denn nicht weniger Lust auf Fußball eigentlich? Ja, total. Wir haben ja vorhin gesagt, ich bin auf die Stimmung gespannt. Das wären die schönsten Spiele aller Zeiten. Da wird doch keine Stimmung aufkommen. Das ist doch lächerlich. Also erstmal die Kataris werden mit Geräuschkulissen dafür sorgen, dass eine Superstimmung herrscht. Wir haben doch jetzt 50 holländische Fans eingekauft. Ich glaube, die Klatscher werden das auch nicht bringen. Kann sich das ja gar nicht leisten, da hinzufahren. Ist doch so. Ne? Also natürlich ist es keine WM, wie wir sie mal. Nein, im Leben nicht. Aber trotzdem müssen wir unsere Leute unterstützen, unsere Sportler. Ja, das soll uns ja nicht sozusagen abhalten. Und nicht, wie gesagt, von denen verlangen jetzt so. Und ihr macht aber nach jedem Tor, will ich aber sehen, dass ihr Zeichen setzt. Das ist Überforderung und das ist unredlich. Das heißt, hier am Tisch, wenn man es mal zusammenfasst, keiner wird boykottieren, keiner ist für den Boykott. So viel Einigkeit hatten wir selten bei Phil nach 8. Das ist auch mal was ganz Schönes.